Der Gipfel in Elmau war ein Erfolg, vor allem für den Klimaschutz. Er war auch ein Erfolg, dass die führenden Kräfte zusammenhalten, was die klare Botschaft an Russland anlangt. Und insofern war der Gipfel in Elmau auch ein Erfolg für die Bundeskanzlerin. Wir werden darüber in unserer Fraktion auch reden. Was ich für besonders erwähnenswert halte, der Gipfel war aber auch ein Erfolg für die Arbeit der Sicherheitskräfte, denen es gelungen ist, dafür zu sorgen, dass diese Gespräche auch so ablaufen konnten, wie es erforderlich ist. Es ist notwendig, dass sich Spitzenleute auch immer wieder einmal treffen können, um sich auszutauschen und die Fragen zu besprechen. Zu behaupten, das sei nicht notwendig, ist genauso absurd wie die Aussage, dass sich Spitzenkräfte in der Berliner Politik nicht treffen müssen, um miteinander zu reden. Insofern war der Gipfel in Elmau ein Erfolg. Wir sind froh, dass wir auch in dieser Woche über die Vorratsdatenspeicherung nun endgültige Klarheit haben. Sie wird kommen und wird damit dazu beitragen, dass bei schwersten Straftaten ein weiteres Instrument der Aufklärung haben. Wir werden damit nicht alle Probleme lösen, aber selbstverständlich, und dies sagen alle Experten, unabhängig von welcher politischen Richtung sie kommen, dass die Vorratsdatenspeicherung notwendig ist, um dem organisierten Verbrechen auch entgegentreten zu können. Wir haben dann natürlich das Thema Griechenland, und da bleibt es dabei, dass wir wollen, dass Griechenland in der Eurozone bleibt. Aber ob dies gelingt, ist ausschließlich Sache von Griechenland. Es müssen dafür die Voraussetzungen eingehalten werden. Es geht nicht, dass der Kreditnehmer bestimmt, unter welchen Bedingungen der Kreditgeber ihm freundlicherweise Geld geben kann. Geht auf gar keinen Fall. Und deswegen ist für uns auch völlig klar, der Internationale Währungsfonds muss im Boot bleiben. Sonst ist die Situation, unter der wir bereit waren, Hilfe zu leisten, nicht mehr gegeben. Das ist eine Bedingung für uns, eine absolute Bedingung. Und deswegen bin ich froh, dass der Internationale Währungsfonds erklärt hat, dass er weiter mitmacht. Aber wer glaubt, dass man die Politik der Schutzschirme ohne den Währungsfonds machen kann, der wird sich irren.